Der Bau des Seminars begann vor etwa 3 Jahren. Ich bin schon im 6. Studienjahr und komme fast jeden Monat auf die Baustelle. 2, 3 von einem Jahrgang arbeiten auf dem Bau. Wir fassen überall mit an. "2001 haben wir von den ukrainischen Behörden 17 Hektar Land bekommen. Dort sollte ein Zentrum für Seminaristen entstehen, mit Priesterseminaren für Redemptoristen, Franziskaner und andere. Und natürlich für die Theologische Fakultät der Ukrainisch-Katholischen Universität. Außerdem ein Zentrum für Pastoral und Mission." Hier sind wir angekommen und haben von der Brücke aus Fotos gemacht. Wir sind hier entlang gekommen und haben den Hügel gesehen, auf dem das Ausbildungszentrum stehen soll. Wir sind jetzt ungefähr hier. Und hier, auf dem höchsten Punkt, wird die Kirche gebaut. Das Studentenheim für die Seminaristen wird an diesem Hang liegen. Wir haben mit dem Bau dieses Gebäudes im Juli 2002 begonnen. Der größte Teil, 90% der Kosten für den Bau, wurde natürlich von Kirche in Not übernommen. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Seminar und Kirche in Not hat schon Tradition. Als unser damaliger Erzbischof Miroslav Ivan Kardinal Ljubatschewski wieder in die Ukraine zurückkam, kam Pater Werenfried von Straten mit ihm und sagte seine Unterstützung für den Bau des Priesterseminars zu. Das Priesterseminar besteht seit 222 Jahren und ich glaube, dies ist jetzt der 3. Standort. Zuerst war das Seminar im Stadtzentrum. Es wurde aber 1945 enteignet. Die griechisch-katholische Kirche der Ukraine war im 20. Jahrhundert die größte Untergrundkirche der Welt und die größte Widerstandsbewegung in der Sowjetunion.
Diese Kirche sollte ausgerottet werden. Offiziell gab es sie nicht. Sie arbeitete im Untergrund. Ich bin Pater Boguslav. Ich habe im Untergrundseminar studiert. Das Studium war sehr, wie soll ich sagen, ungewöhnlich. Nur der Professor und der Student trafen sich. Wenn wir wieder nach Hause gingen, verabschiedeten wir uns so herzlich, als ob wir uns nie wiedersehen würden, weil wir nicht wussten, was passieren würde. Für einen Untergrundseminaristen war die Mindeststrafe Gefängnis. Es konnte aber auch die Todesstrafe oder Sibirien bedeuten. Wenn ich mit den Schwestern, den Bischöfen und Priestern rede, die damals hier waren, scheint mir, dass heute Wirklichkeit ist, was eine stille Hoffnung der Untergrundkirche war. Es ist in gewisser Weise die Frucht ihrer Arbeit. Oft riskierten sie das Exil, die Deportation nach Sibirien, nach Kolyma. Trotzdem arbeiteten sie weiter. Und jetzt gibt es Anzeichen für eine Erneuerung, eine dynamische Entwicklung. Und das gibt uns große Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft dieser Kirche, für die Christen, die Katholiken in der Ukraine. Als 1989 diese gewaltige Explosion der Freiheit die Sowjetunion auseinandersprengte, inspirierte auch die griechisch-katholische Kirche hier in der Westukraine, die Menschen, den Kommunismus abzuschütteln. Es entstanden viele neue griechisch-katholische Pfarreien. Einige Priester der orthodoxen Kirche traten in die griechisch-katholische über und Priester, die im Untergrund gearbeitet hatten, gründeten Pfarreien. Neue Priester auszubilden und Priesterseminare zu erneuern und neu zu bauen, war die neue Herausforderung. Nach 1990 war alles sehr provisorisch. Man improvisierte 15 Jahre lang. Im ersten Jahr, 1990 bis 1991, war noch kein richtiger Seminarbetrieb. Die Priesteramtskandidaten studierten entweder in Privathäusern oder in der Kirche von Lemberg. Zu der Zeit fingen wir an, nach einem geeigneten Gebäude für ein richtiges Priesterseminar zu suchen. Nach Verhandlungen mit den Lemberger Behörden fiel die Entscheidung schnell, Gebäude in der Nähe von Lemberg in Rudno zu übernehmen. Ein ehemaliges kommunistisches Sommerlager für sogenannte Pioniere. Wir fingen bald mit den Umbaumaßnahmen für ein Priesterseminar an. Die Gebäude waren natürlich für einen kommunistischen Zweck und nur für den Sommer ausgelegt. Es
Das war auf Dauer keine gute Lösung. Es gab keinen Platz für eine Bibliothek, keine Heizung. Die Duschen waren außerhalb und man konnte dort im Winter nicht leben. Als ich im Seminar ankam, setzte ich mich dafür ein, dass das neue Priesterseminar gebaut würde, und zwar nach modernem Standard. Pater Werenfried sagte die Unterstützung für ein Priesterseminar zu, das für diesen Zweck konzipiert ist. Es ging nicht nur um ein Priesterseminar. Wir hatten den gesamten Bedarf an höherer theologischer Bildung im Blick. Nicht nur für die Diözesen, sondern auch für die Ordensgemeinschaften und für Laien. Nach 70 Jahren Kommunismus, in denen keine religiöse Ausbildung möglich war, dauert der Wiederaufbau lange. Heute sehen wir die ersten Früchte einer auferstandenen Kirche. In diesem Jahr werden mit den Studiten und Redemptoristen insgesamt etwa 250 Seminaristen ihr Studium beginnen. Wir haben hier Seminaristen aus 7 ukrainischen Diözesen. Wir sind nicht das einzige Priesterseminar in der Ukraine. Die griechisch-katholische Kirche hat in der Ukraine 5 Priesterseminare. Aus der Diözese Stryjska studieren alle Seminaristen hier, über 50. Es kommen auch Studenten aus Armenien, Kasachstan und Russland. Einige kommen auch aus Amerika. Die Anzahl der ausländischen Studenten steigt, weil das Studium in der Ukraine noch nicht so teuer ist wie in anderen Ländern und die Bischöfe die Kandidaten deshalb lieber hierher schicken, da auch die nötigen Studienbedingungen vorhanden sind. Und in jedem Fall sollte ein Priester, der in einem ukrainischen Umfeld arbeiten wird, ein bisschen ukrainische Luft geschnuppert haben. In Australien leben ungefähr 7.500 ukrainische Katholiken. Wir haben Eparchien und Diözesen. Im ganzen Land gibt es Kirchen. Wir haben unsere Priester bisher nach Rom geschickt, aber jetzt, da dieses schöne Priesterseminar in Lemberg gebaut wurde, werden wir unsere Seminaristen dorthin schicken. Das Studium hat ein sehr gutes Niveau. Es gibt gute Professoren und eine gute Disziplin. Es hat einen sehr guten Ruf. Es ist zwar ein neues Gebäude, aber das Priesterseminar hat eine sehr lange Tradition. Und es gibt viele, sogar Heilige, die hier in Lemberg studiert haben. In diesem Jahr haben wir mehr Seminaristen aufgenommen, als wir dachten. Ich hatte gehofft, es würden 20, 25 werden.
Und jetzt sind es 40. Nein, mehr als 40. Zurzeit haben wir Seminaristen aus der Region Kiew, aus Winnica, aus Odessa und auch aus der Ostukraine. Viele Priester aus unserem Priesterseminar arbeiten in der Ostukraine. Dieses Land ist sehr groß. Es werden also Missionare oder Priester benötigt, die in Gegenden arbeiten, die noch nicht betreut werden. Viele Menschen, die früher hier gewohnt haben, wurden nach dem Krieg nach Sibirien oder in die Ostukraine deportiert und warten seit 50 Jahren, dass die Kirche zu ihnen kommt. Jeden, der hier ins Priesterseminar eintreten möchte, fragen wir zunächst, warum er gekommen ist. Wenn du hierher kommst, was möchtest du für dich selbst, für die Welt, für die Kirche? Die Antworten sind sehr unterschiedlich. Die häufigste Antwort ist, dass das Beispiel eines anderen ihn inspiriert hat. Das kann ein Pfarrer, ein Bischof sein, der Heilige Vater oder ein Laie, der diesem Kandidaten ein echtes christliches Leben vorgelebt hat. Der Tod Johannes Pauls II. War für einige Berufungen zweifelsohne ein wichtiges Ereignis. We believe that witness has much to tell us today. Das Zeugnis hat für uns heute eine große Bedeutung. So wie das Martyrium die Grundlage für die Kirchenväter war, so ist im 20. Jahrhundert der Kampf und der Sieg über den Totalitarismus, über Systeme, die Gott und Mensch hassten, der Anfang einer neuen Zukunft. Він відживляє душу мою, веде мене по стежках правих і за імені свого. Навіть коли б я ходив посеред тіні смертної, я не боюся лиха, бо ти зі мною єси. Жезло твоє і палиця твоя в ті мене потішають. Ти просто приготував для мене стіл, незважаючи на моїх противників. Ти намастив оливою голову мою, а твоя чаша напуває мене надміру, і милість твоя буде супроводити мене в усі дні життя мого, і я житиму в домі Господнім по віки вічні. На віки вічні, слава Богу нашому, на віки вічні. За місто це і за свято обитель цей, за кожне місто, село, країну, і за ти, що вірує живуть у них, Господеві помолімся. Нині і для віки вічні. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя. Радитися, праведні! Радуйтеся, праведні! Радуйтеся! In der Kirche der Ukraine wird es ruhiger.
Wir müssen nicht mehr ums Überleben kämpfen, wie in den ersten Jahren, als wir aus den Katakomben kamen. Und die ukrainische Revolution hat ebenfalls positiven Einfluss ausgeübt, auch auf Berufungen. Diese Generation sieht die Welt anders, sie sieht den Kommunismus anders. Das neue Zentrum beherbergt auch die theologische Fakultät der griechisch-katholischen Universität. Das ist eine neue Vision der Kirche. Es geht nicht mehr, dass Laien, Priester und verschiedene Ordensgemeinschaften vollkommen unabhängig voneinander arbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Hier wird uns diese Vision lebendig vor Augen geführt. Wenn wir gemeinsam studieren, bringt uns das zusammen. Ich glaube, dass diese Art der Freundschaft und Solidarität sehr effektiv sein wird. Und wir hoffen, dass dadurch die Zusammenarbeit aller Glieder des Leibes Christi so effektiv wie möglich wird. Die Laien machen 99% der Kirche aus. Ihre Rolle muss deshalb anerkannt werden. Wir denken, dass die Kirche diese unglaubliche Quelle des Glaubens nutzen kann. Die Energie und die Einsatz- und Opferbereitschaft von Männern und Frauen. Die Theologie und verschiedenen Dienste innerhalb der Kirche sollte den Laien zugänglich gemacht werden und man sollte sie in Führungspositionen rufen. Das Gebäude der Theologischen Fakultät ist zu 40-45% fertiggestellt. Das Seminar für die Redemptoristen ist etwa zu 15% fertig. Es bleibt noch viel zu tun, aber der Herr ist gut. Ich war immer davon überzeugt, dass Gott hilft, wenn jemand im Gebet etwas für die Kirche aufbaut. Die Finanzierung ist nicht gesichert, aber der Herr hat auch früher schon für uns gesorgt. Und so hoffen wir, dass wir auch jetzt die nötige Unterstützung finden werden. Nicht die Steine und Mauern, sondern der Glaube an den Menschen, an Gott, der sich im Alltag bewährt. Er ist es, der einem Bauprojekt Leben gibt und es für die Kirche segensreich macht. Jedes gute Priesterseminar bedeutet nicht nur eine Erneuerung für die Eparchie oder die Region, sondern ist ein Schatz für die gesamte Kirche. Oh,
Hektar Land bekommen. Dort sollte ein Zentrum für Seminaristen entstehen, mit Priesterseminaren für Redemptoristen, Franziskaner und andere. Und natürlich für die Theologische Fakultät der Ukrainisch-Katholischen Universität. Außerdem ein Zentrum für Pastoral und Mission. Hier sind wir angekommen und haben von der Brücke aus Fotos gemacht. Wir sind hier entlang gekommen und haben den Hügel gesehen, auf dem das Ausbildungszentrum stehen soll. Wir sind jetzt ungefähr hier und hier, auf dem höchsten Punkt, wird die Kirche gebaut. Das Studentenheim für die Seminaristen wird an diesem Hang liegen. Wir haben mit dem Bau dieses Gebäudes im Juli 2002 begonnen. Der größte Teil, 90% der Kosten für den Bau, wurde natürlich von Kirche in Not übernommen. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Seminar und Kirche in Not hat schon Tradition. Als unser damaliger Erzbischof Miroslav Ivan Kardinal Ljubatschewski wieder in die Ukraine zurückkam, kam Pater Werenfried von Straten mit ihm und sagte seine Unterstützung für den Bau des Priesterseminars zu. Das Priesterseminar besteht seit 222 Jahren und ich glaube, dies ist jetzt der dritte Standort. Zuerst war das Seminar im Stadtzentrum. Es wurde aber 1945 enteignet. Als wir dachten. Ich hatte gehofft, es würden 20, 25 werden. Und jetzt sind es 40. Nein, mehr als 40. Zurzeit haben wir Seminaristen aus der Region Kiew, aus Winnica, aus Odessa und auch aus der Ostukraine. Viele Priester aus unserem Priesterseminar arbeiten in der Ostukraine. Dieses Land ist sehr groß. Es werden also Missionare oder Priester benötigt, die in Gegenden arbeiten, die noch nicht betreut werden. Viele Menschen, die früher hier gewohnt haben, wurden nach dem Krieg nach Sibirien oder in die Ostukraine deportiert und warten seit 50 Jahren, dass die Kirche zu ihnen kommt. Jeden, der hier ins Priesterseminar eintreten möchte, fragen wir zunächst, warum er gekommen ist. Wenn du hierher kommst, was möchtest du für dich selbst, für die Welt, für die Kirche? Die Antworten sind sehr unterschiedlich. Die häufigste Antwort ist, dass das Beispiel eines anderen ihn inspiriert hat. Das kann ein Pfarrer, ein Bischof sein, der Heilige Vater oder ein Laie, der diesem Kandidaten ein echtes christliches Leben vorgelebt hat. Der Tod Johannes Pauls II. War für einige Berufungen zweifelsohne ein wichtiges Ereignis. We believe that witness has much to tell us today.
Das Zeugnis hat für uns heute eine große Bedeutung. So wie das Martyrium die Grundlage für die Kirchenväter war, so ist im 20. Jahrhundert der Kampf und der Sieg über den Totalitarismus, über Systeme, die Gott und Mensch hassten, der Anfang einer neuen Zukunft. Він відживляє душу мою, веде мене по стежках правих і за імені свого. Навіть коли б я ходив посеред тіні смертної, я не боюся лиха, бо ти зі мною єси. Жезлом твоє і палиця твоя в ті мене потішають. Ти прото приготував для мене стіл, незважаючи на моїх противників. Ти намастив оливою голову мою, а твоя чаша напуває мене надміру, і милість твоя буде супроводити мене в усі дні життя. Що по всьому мірі всі тіхні пісні чують, що по всьому мірі всі тіхні пісні чують. Бо я прийду, я на гору, як ти суспіваю, розвіється моя пісня, порі тому граю. Розвіється голос, устане долини гори, завжди чую лісні ріки зелені гори. "2001 haben wir von den ukrainischen Behörden 17 Hektar Land bekommen. Dort sollte ein Zentrum für Seminaristen entstehen, mit Priesterseminaren für Redemptoristen, Franziskaner und andere. Und natürlich für die Theologische Fakultät der ukrainisch-katholischen Universität. Außerdem ein Zentrum für Pastoral und Mission." От ми йшли, панове, ми йшли оцією дорогою. Hier sind wir angekommen und haben von der Brücke aus Fotos gemacht. Wir sind hier entlang gekommen und haben den Hügel gesehen, auf dem das Ausbildungszentrum stehen soll. Wir sind jetzt ungefähr hier und hier, auf dem höchsten Punkt, wird die Kirche gebaut. Тут в тому місці і тут от, скажімо, на цьому, на тій косі, найвищому платі буде розміщена церква. На цьому схилі Das Studentenheim für die Seminaristen wird an diesem Hang liegen. Прийди за спокій озлоблених життєвими незгодами, прийди, змягши серця в день закам'янілості і гніву. Прийди, оживи мене з духовної мертвоти, прийди, звільни мене від духа жорстокості і безмилосердя. Прийди і сокруши хитрощі бунту і острахи твої. Wir haben mit dem Bau dieses Gebäudes im Juli 2002 begonnen. Jeden, der hier ins Priesterseminar eintreten möchte, fragen wir zunächst, warum er gekommen ist. Wenn du hierher kommst, was möchtest du für dich selbst, für die Welt, für die Kirche? Die Antworten sind sehr unterschiedlich. Die häufigste Antwort ist, dass das Beispiel eines anderen ihn inspiriert hat. Das kann ein Pfarrer, ein Bischof sein, der Heilige Vater oder ein Laie, der diesem Kandidaten ein echtes christliches Leben vorgelebt hat. Der Tod Johannes Pauls II. War für einige Berufungen zweifelsohne ein wichtiges Ereignis. We believe that witness has much to tell us today.
Das Zeugnis hat für uns heute eine große Bedeutung. So wie das Martyrium die Grundlage für die Kirchenväter war, so ist im 20. Jahrhundert der Kampf und der Sieg über den Totalitarismus, über Systeme, die Gott und Mensch hassten, der Anfang einer neuen Zukunft. Він відживляє душу мою, веде мене по стежках правих і за імені свого. Навіть коли б я ходив посеред тіні смертної, я не боюся лиха, бо ти зі мною єси. Жезло твоє і палиця твоя в ті мене потішають. Ти прото приготував для мене стіл, незважаючи на моїх противників. Ти намастив оливою голову мою, а твоя чаша напуває мене надміру, і милість твоя буде супроводити мене в усі дні життя мого, і я житиму в домі Господнім по віки вічні. На віки вічні, слава Богу нашому, на віки вічні. За місто це і за святого битих, це і за кожне місто, село, країну, і за ти, що вірує живуть у них, Господеві помолімся. Нині і на віки вічні. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя. Радуйтеся, праведні! Радуйтеся, праведні! Радуйтеся! Die Finanzierung ist nicht gesichert, aber der Herr hat auch früher schon für uns gesorgt. Und so hoffen wir, dass wir auch jetzt die nötige Unterstützung finden werden. Nicht die Steine und Mauern, sondern der Glaube an den Menschen, an Gott, der sich im Alltag bewährt. Er ist es, der einem Bauprojekt Leben gibt und es für die Kirche segensreich macht. Jedes gute Priesterseminar bedeutet nicht nur eine Erneuerung für die Eparchie oder die Region, sondern ist ein Schatz für die gesamte Kirche. Thank you.
Institution hat ebenfalls positiven Einfluss ausgeübt, auch auf Berufungen. Diese Generation sieht die Welt anders, sie sieht den Kommunismus anders. Das neue Zentrum beherbergt auch die theologische Fakultät der griechisch-katholischen Universität. Das ist eine neue Vision der Kirche. Es geht nicht mehr, dass Laien, Priester und verschiedene Ordensgemeinschaften vollkommen unabhängig voneinander arbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Hier wird uns diese Vision lebendig vor Augen geführt. Wenn wir gemeinsam studieren, bringt uns das zusammen. Ich glaube, dass diese Art der Freundschaft und Solidarität sehr effektiv sein wird. Und wir hoffen, dass dadurch die Zusammenarbeit aller Glieder des Leibes Christi so effektiv wie möglich wird. Die Laien machen 99% der Kirche aus. Ihre Rolle muss deshalb anerkannt werden. Wir denken, dass die Kirche diese unglaubliche Quelle des Glaubens nutzen kann. Die Energie und die Einsatz- und Opferbereitschaft von Männern und Frauen. Die Theologie und verschiedenen Dienste innerhalb der Kirche sollte den Laien zugänglich gemacht werden und man sollte sie in Führungspositionen rufen. Das Gebäude der Theologischen Fakultät ist zu 40-45% fertiggestellt. Das Seminar für die Redemptoristen ist etwa zu 15% fertig. Es bleibt noch viel zu tun, aber der Herr ist gut. Ich war immer davon überzeugt, dass Gott hilft, wenn jemand im Gebet etwas für die Kirche aufbaut. Die Finanzierung ist nicht gesichert, aber der Herr hat auch früher schon für uns gesorgt.